Ja, hallo, hier seht ihr mich. Ich bin gerade zu Hause und habe mich bereit gemacht für den Stall. Wie ihr seht, habe ich eine Heizweste an, eine nicht passende Mütze für den Offenstall, eine Gammelhose und ja, gleich kommen die Gummistiefel noch dazu und der dicke Mantel. Dann bin ich eigentlich genau gerüstet. Ich packe noch ein paar Möhren ein für meine Pferde und es ist Mesh-Tag, das heißt, das Mesh wird vorbereitet. Da mache ich jetzt gleich noch ein bisschen Wasser drauf, dass die genügend zu trinken haben, also genügend Flüssigkeit aufnehmen bei diesen Temperaturen, sehr, sehr wichtig. Und dann gehe ich damit jetzt gleich in den Stall. So, da bin ich schon draußen mit meinen geilen Gummistiefeln in rosa, was denn sonst? Und jetzt geht es auch schon los. Einmal durch die Nacht, also quer durch den Wald. Ist nicht lang, aber da gehe ich jetzt halt hin. Und dann seht ihr auch gleich schon meine Pferde. So, da seht ihr jetzt auch schon meine drei Jungs, Johnny, Baby und Snowy. Die warten meistens schon immer in dem vorderen Bereich auf ihre Fütterung. Da sind die Futtereimer vorbereitet mit den Futterstoffen, die da schon reinkommen. Da seht ihr die Schleifen, die ich in Ankum gewonnen habe. Hier ist ein Essig, der mir sehr viel bedeutet hat. Hier seht ihr einmal den Offenstall von innen. Hier seht ihr auch schon, wie Johnny fleißig am Mesh fressen ist. Und ja, ich mache jetzt erstmal dann die Äpfel weg. Das sind einige immer wieder. Und ja, da ist Baby. Baby mag es immer zu knutschen. Da sieht man es. Ja, ich äpple dann den Rest ab und da steht Nemo. Nemo hatte eine kleine Rehe, deswegen haben wir ihn separiert. Es ist jetzt auch alles gefroren, was nicht sehr gut ist für die Hufe und er kriegt dann abgewogen sein Heu, sonst würde er bei den Großen einfach zu viel mitfressen. Und dann machen wir jetzt halt auch noch die Äpfel weg. Ich habe alle Pferde, wenn die Kraftfutter kriegen, das kriegen sie dreimal am Tag, immer separat stehen. Also sie werden dann kurz eingesperrt und kriegen dann halt ihr Kraftfutter, damit die einfach Ruhe haben und ja, gemütlich fressen können. Das ist Johnny. Johnny ist leer. Hast schon aufgefressen, Schatz. Ja, und jetzt haben wir im Sommer alles befestigt und ja, da sieht man jetzt sehr gut, da steht Baby gerade. Das ist so sein separater Bereich dann. Und hier geht es dann weiter, dass sonst immer Johnny, der steht hier und Snowy steht vorne an der Raufe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal komplett den Bereich, soweit das hier im Dunkeln bei diesem Wetter halt geht. Hier geht es weiter zu der Raufe, wo halt das meiste Heu liegt, wo die Pferde dann halt fressen können in Ruhe und zusammen. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Also wir haben genügend Heubereiche, wo die halt sich zurückziehen können und in Ruhe fressen können. Genau, das ist die Meshnase, Snowy. Meine Pferde kriegen immer dreimal täglich Heu. Die haben wirklich immer Heu zur Verfügung. Das ist mir sehr wichtig, gerade jetzt bei den Temperaturen. Ich habe auch sehr große Pferde, die brauchen sehr viel Heu. Also die haben rund um die Uhr Heu. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Zelt. Da können die sich auch runterstellen. Da stehen sie meistens immer so anderthalb drunter. Einer guckt immer mit dem Popo raus. Die könnten da zu zweit auch drunter stehen, aber wir haben da jetzt im Moment nur einen Heusack drin. Weiter geht es dann zum Bereich der Wiese. Im Moment ist es einfach nur eine große Matschwiese. Wir haben es jetzt bei der Kälte kurzzeitig halt abgesperrt, damit die halt da halt sich nicht verletzen. Aber das ist halt sonst immer offen. Ja, im Moment ist es halt wirklich auf gut Deutsch scheiße. Hier haben wir noch Matten hingelegt, damit sie halt gut stehen. Da ist Baby schon wieder, Snowy und Johnny. Und dann geht es schon weiter. Das ist der Offenstallbereich, in dem die Pferde halt sehr gerne liegen, aber auch fressen. Man soll ja nicht meinen, die stehen bei Regen und bei Sturm, Hagel, Schnee, stehen die nicht drin, die stehen draußen. Also eigentlich gehen die nur zum Kacken und Pissen da rein und zum Fressen und Schlafen. Das war's auch. Und das hier ist Fürsti, der Vollbruder zu Baby. Ein ganz besonderes Pferd, den ich in meinem Leben habe. Und der hat echt wirklich ein tolles Zuhause gefunden. Das ist der Dino hier. Dino habe ich von Reitpferde bis S platziert. Und ein ganz tolles Pferd. War ein ganz tolles Pferd. Und hier haben wir dann halt nochmal die Futterbereiche. Da oben hängt nochmal Baby mit der gewisslosen Trense. Ja, und drei Plätze, sodass sie sich halt gut auch verteilen. Wasser haben wir hier reingestellt jetzt. Wir haben außen natürlich auch überall noch Wasserbottich, aber im Moment friert halt alles. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal das Aufs Heu. Das ist kostenlose Werbung.
nicht bezahlt sozusagen. Und ich bin davon sehr überzeugt, da ist Oregano drin und es ist sehr gut. Das kann man halt übers Heu sprühen, vernebeln und hilft den Pferden halt auch, wenn die eine Stauballergie haben oder aufgrund des Heus, wenn es zu trocken ist, bei der Kälte jetzt. Also das ist für die Atemwege sehr, sehr gut. Das sprüht man einfach so drauf, ist ganz einfach, durch die Sprühflasche. Also ich bin absoluter Fan, muss aber jeder selber wissen, wie er es macht. Da kommen wir auch schon zur Fütterung. Da würde ich jetzt halt nur ganz kurz einmal einblenden, was so die Hauptbestandteile sind. Da fehlt aber noch eins, das erkläre ich euch gleich. Das hier ist das Eohippos. Das ist auch kostenlose Werbung, unbezahlt. Ich schwöre drauf, beziehungsweise ich liebe es einfach. Es riecht sehr gut. Es ist sehr deutlich zu sehen, welche Bestandteile es hat. Wir benutzen es oder sagen immer liebevoll Vogelfutter dazu, weil da halt Sonnenblumenkerne drin sind. Die Pferde lieben es, fressen es sehr, sehr gerne. Johnny und Snowy kriegen das. Baby kriegt das Kalm, das ist mit Getreide. Das ist ohne, weil beide Pferde halt PSSM-Pferde sind. Selbst mäkelige Pferde fressen es. Dann haben wir als nächstes das Mineralfutter, das habe ich von Equi, da muss ich aber nochmal genau nachgucken. Und das Aminoral, das kriegen nur Johnny und Baby, weil Snowy allergisch ist gegen Soja. Und hier sieht man jetzt auch nochmal, wie scheiße das Wetter ist. Auf gut Deutsch, einfach nur alles Eisschicht um den Stall, um die Ausgänge, Eisschicht. Und das ist halt echt blöd, wenn man im Offenstall ist, dann kann man halt auch mal ein paar Tage nicht trainieren, sondern muss halt dann mit dem Wetter erstmal klarkommen und sehen, was man daraus macht.